Sobal sagt, ich soll das nicht machen. Ich bringe dir nur bei, dich zu verteidigen. Ah, der Tourist. Ich bin Amita. Das ist Badra. Hi. Üb weiter. Du, ich habe da etwas überreagiert. Es ist Krieg. Ständig verlieren wir Männer, die Arbeit wird nicht weniger. Kann ich irgendwas tun? Ich bin kein Soldat, aber ich möchte helfen. Okay. Ja. Da ist eine Farm, nicht weit von hier. Kanan führt sie, aber sie ist alt und bräuchte deine Hilfe mit ein paar Wildtieren. Ihre Felle müssen unversehrt bleiben, also nimm das. Badra, was machst du? Heb ihn auf. Versuch's nochmal. So ist gut. Der Wolfsbau und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 4. Bin dann etwas hineingestolpert in der Pause. Denn mittlerweile lässt sich nicht mehr mit dir die Story aufnehmen und da musste ich etwas hier probieren und da bin ich von dem Dach hier runtergesprungen und direkt in die Zwischensequenz. Ja. Deswegen sind wir gerade hier, wo wir sind und waren. Ja. Und wir haben was ganz was Feines bekommen. Pfeil und Bogen. Herrlich. Apropos herrlich, wie herrlich das ausschaut. Was ich aber noch ändern wollte. Jetzt finde ich es wieder nicht bei allgemein. Ja. Die sieht Schneeflocken aus. Sollte mich vielleicht nur auf die Grünblätter beschränken, ansonsten machen die uns ja den Rucksack voll. Ein Gleiter. Keine Markierung, wo wir hin müssen, das finde ich ja sehr gut. Ganz schön neblig ist es hier noch in Banapur. Einfach geradeaus. Da ist noch im Berg. Gerade noch Pfeil und Bogen. Nicht kaputt gehen. Guten Tag. Gibt's Probleme? Wir können gerade nur eine Waffe tragen. Sehr blöd. Hey, hey! Ja. Ich muss dir was sagen. Gib mal Geld her. Danke. Ich danke dir tausendmal. Es ist endlich vorbei und wir müssen Munition verbraten. Die armen Bäume aufhören. Wie doof, ey. Die hat schon geschossen, als die Waffe noch. Das war knapp. Als die Waffe noch parallel zum Boden war. Oh Mann. Wir sind fast da. Oh, Wildschweinchen. Oh.
uns auf der Stelle hocken. Oh. Hilfe! Spritzenverschwendung. Wildschweine, Wildschweine und wilde Tiere überhaupt. Hilfe! Hilfe! Jetzt verballern wir hier Spritzen für so einen Schwachsinn. Da war was Grünes. Ach, hört auf, ihr Kackviecher. Ich zeig euch meinen Stinkefinger. Vielleicht. Oh, das geht schief. Oh, noch eine Spritze. Wieso haben wir denn so viele? Rothund. Na. Das geht immer wieder gut los. Das ist so voll Far Cry-typisch. Sammlung? Nee. Fortschrittherstellung, Karte? Nee, nee, nee. Hä? Wo wird denn das aufgeführt hier? Vielleicht. Naja, die Fantis. Das wird ein Spaß werden. Boah. Ein Herstellungssymbol unten rechts. Dreimal Jagdfell für den nächsten Köderbeutel. Schweinehaut. Ach, wie ich das schon etwas vermisst habe, dieses... Jetzt wieder nach Tieren ausschalten oder schon etwas bunkern. Wildschweine müssen dran glauben, Tibet Wolf. Jetzt muss erstmal alles dran glauben. Tut mir herzlich leid, ist aber so. Hatten wir dich jetzt schon? Du warst doch das... Sieht gar nicht aufgeschlitzt aus. Wie kommt das an? Jetzt liegen die günstig. Komm noch eins an. Ne? Okay. Ups. Entschuldigung. Oh, da kommt was an. Wildschwein. Ne, Tapir. Oh, Tapir. Armes Tapir. Hey. Was war denn das jetzt? Schabrackentapirfell. Was ist hier los? Da war ein besser Adler im Baum. Ich habe ja doch eine grüne Pflanze gesehen, da ist sie. Schraubenbaum. Nee, ist gelb, oder? Ah, Mist. Boah, ich hab die Tasche fast voll. Ich glaube, es hackt. Wir haben gerade erst angefangen zu sammeln. Sammlung 24? Ach du Scheiße. Ja, stimmt. Boah, mit dem ganzen Kram her haben wir schon... Ach, stimmt. Wir haben ja, als wir entkommen sind, auch schon Leute umgebracht. Oh, ein Pager. Mams Notiz. Die verkaufen? AJ, mein Sohn, ich habe dir noch so viel zu sagen, doch mir bleibt keine Zeit. Ich bitte dich, bring mich zurück nach Lakshmana. Die Reise dorthin wird ich mehr lernen, als ich es je vermochte. Ich liebe dich und werde immer bei dir sein. Mom. Können wir die Urne auch verscheuern? Ein Porträtfoto von Dr. Phil Fletcher von einer seiner Selbstverwirklichungsseminare in Las Vegas. Die Widmung lautet: Paul, mach das Beste aus dir, Dr. Phil. Mit Packung Kaugummi mit Traubengeschmack. Nun ja, auf der Packung steht Traube, aber es schmeckt eher wie Hustensaft. Piep, boop, birp. Heute völlig nutzlos, aber in den 90ern waren sie besonders beliebt bei Ärzten, Drogendealern und einsamen Hausfrauen. Haben wir jetzt irgendwelche blöden Blätter, die ich gelb... Gut, Samba-Haut haben wir auch schon.
Ach ja, das. Oh. Wir haben um Hilfe gerufen und sie haben sich schlafen gelegt. Ich kenne ja schon. Da war ein wildes Tier in der Luft. Nein. Nein. So ein Kackvieh. Maleinadler. Maleinadler. Diese miesen Majestätischen, das steht da nicht, und dieser majestätische und edle Kreatur wacht von den höchsten Gipfeln aus über das Land und erinnert uns daran, dass auch wir stets wachsam sein müssen, um uns unsere Freiheit zu bewahren. Wo finden wir das denn? Bei Sammlung Tiere? Sammlung? Nee. Wie komme ich denn da hin? Okay. Tut mir herzlich leid. Renn doch nicht weg. Beutetasche fast voll. Jetzt können wir was ausgeben. Dreimal passt doch, oder? Nee. Krass. Noch ein Tapir ist zu viel. Noch ein Tapir ist zu viel, oder? Das ist rot. Tut mir leid. Voll. Wie wir halt jetzt schon doppeltes Zeug bekommen, wenn wir es sauber umbringen. Wenn wir es nicht mit Kugeln aufschlitzen. Aufschießen. Was machst du da, du Aasgeier? Das ist nichts mehr. Das ist Pfeilverschwendung. Wir haben gerade nur Pfeile, deswegen. Vielleicht nicht ganz. Deswegen sollten wir auf jeden Fall damit etwas sparsam umgehen. Wie kommen wir denn jetzt hoch? Wie sich das Laub einfach gebildet hat. Wir müssen nach links. Hier ist was. Laubkarte. Nein, ich glaube nicht. Ah, Fallverschwendung. Kommt der wieder runter? Aua! Oh, das geht schief. Okay. Der Wolfsbau. Pfeile. Mein Ehemann. Muss Zeug verkaufen. Wo war das nochmal möglich? Bestimmt hier. Oh, schick. Wenn der Wind hereinweht, fühl dich wie zu Hause, mein Lieber. Uns hat es hineingeweht. Hereingeweht. A2000, AK-47, Schrotflinte M133, SVD, STG-90, Recurve-Bogen, PKM, RPG-7, RPG-7, MP34, Jagdbogen, Sixer, Scorpion, Mark IV, Schutzanzug, M712, AIM-9, Ach. Ich hab mir den. Hab mir ja damals den Season Pass geholt, oder? Auf jeden Fall, schätze ich mal, kommt das Metall der Yetis rein. Aber die AIM-9 kommt auf jeden Fall aus Far Cry 3 Blood Dragon. Wir bekommen jetzt so viele Waffen reingeballert, weil. Ich denke mal. Mit dem Teil der Yeti DLC kam das mit. Verkaufen. Schnellverkauf. Ja. Was brauchen wir denn für den Waffengurt? 20.400 haben wir noch.
Angesichts des Krieges hast du Glück, dass du noch Sachen kaufen und verkaufen kannst. Mach's gut. Gunst vor Sala. Sieht schon schick aus. Ganz schön gemütlich. Herstellung, Waffengurt, Tibet-Wolfsfell-Metall. Nee, ich hab's gar nicht mehr plündern können. Hm. Ich hab gerade nichts für Tab hier. Oh. Komm. Vielleicht sollten wir jetzt einfach die Straße entlang fahren. Fahrzeugsteuerung, Standardsteuerung, WSAD, Lenken, Beschleunigen und Bremsen, Schießen mit der linken Maustaste, Handbremse mit der Leertaste E, halten zum Ein- und Aussteigen. Im Pausemenü mit Steuerung anpassen, ja. Nee, fahren und schießen. Mit einer Seitenwaffe kannst du beim Fahren schießen. Standardsteuerung, linke Maustaste schießen, mittlere Maustaste Wurfgeschosse werfen. Drücke beim Fahren die linke Umschalttaste. Wobei, das ist gar nicht gegeben. Um die Fahrhilfe zu aktivieren. Ist sie aktiviert, folgt dein Fahrzeug der Straße automatisch, während du Ziele neben und hinter dem Fahrzeug anvisieren kannst. Das ist ja langweilig. Oh, keine Fahrhilfe. Ich kann halt eine gegen den Baum fahren. Ist ja englisch. Willkommen. Village Kyrat. So kann ich nicht lesen. Immer schön auf den Wegen bleiben? Nee. Oh. Auf den Fußpfaden zum Himmel. Und die Schönheit von Kyrat sollen wir bestaunen. Ja, und bewundern und liebhaben und schätzen da unsere wilde Tiere. Schön. Ja, gut. Glockenturm. Über die Schönheit des Landes brauchen wir gar nicht sprechen. Wir müssen nach links. Wie gut das aussieht. Das sind die, die von unten hochgefahren sind. Scheint er da hinten zu sein. Was mich mit OBS geraten hat, was stört, dass es gerade ruckelt und zuckelt. Also es läuft nicht so flüssig, wie es laufen könnte. Mein Bethaus. Selbst die will ich zu meinen heiligen Bergen bringen. Nee. Selbst die will ich zu meinem heiligen Berge bringen und will sie erfreuen in meinem Bethaus. Und ihre Brandopfer und Schlachtopfer sollen mir wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus heißen für alle Völker. Meine Türen stehen immer offen und alle Kinder des Herrn sind eingeladen, mich beim Goldenen Pfad Trainingslager zu besuchen. Longinus. Erstmal aufs Dach steigen. Na, schmeckt's. Gucken,
Musik aus dem Radio. Ich hab doch gesagt, Interface aus. Sobald man sich bewegt, kommt sie noch ein. Toll. Kanan. Eine meiner Patrouillen hat gemeldet, dass das Vieh auf deiner Farm wieder von Wölfen angegriffen wurde. Ich weiß, dass du unsere Hilfe nicht willst, aber lass uns doch bitte wenigstens den Wolfsbau. Brauchen wir? Für dich ausräuchern. Der goldene Pfad steht so tief in deiner Schuld und ich werde die Opfer früherer Generationen nicht vergessen. Amita. Sir! Sir! Klopf, klopf. Na? Amita schickt mich. Anscheinend haben sie... ein Alkoholproblem. Irgendein Problem mit wilden Tieren? Amita, ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Wölfe sind ein bekanntes Übel auf Kanans Hof. Sie hat eine Menge getötet, aber dieses Jahr sind sie besonders aggressiv. Und ich sorge mich um sie. In der Nähe gibt es einen Tierbau. Säubere ihn. Ich glaube, dass Kanan Dinge auf ihrer Farm hat, die du einsetzen kannst. Und AJ, heute deine Abschüsse. Felle können wir immer brauchen. Bin ich schon fleißig dabei. Solange die Tasche groß genug ist, ist das alles gar kein Problem. Was ist denn hier los? Ich werde hoch. Federn. Wir sind sogar auf dem richtigen Pfad, auf dem goldenen Pfad. Kisten, die nicht mehr rumleuchten. Wunderbar. Gefällt mir sehr. Geschrien. Was muss die Musik? Ich dachte, rechts neben uns wäre was. Zum Rutschen? Ist da keine Seilrutsche? Was stand da gerade? Durchsuchen. Oh. Nee, nicht wegrennen, sterben wäre angebracht. Zerstöre den Wolfsbau. Ich brauche noch ein paar Felle. Nein, die Fässer jagen wir nicht hoch. Auch nicht aus Versehen, ja? Nee, nicht das Fass wegstupsen. Das wäre ganz doof. Stirb bitte. Die Tasche ist noch nicht voll, also gerade ist leer. Ich weiß, da ist noch ein Vieh drin. Hat aber Probleme.
Jetzt hat er noch größere Probleme. Wie sich hingelegt hat. Mir. Es kommt gar kein Zeichen, ne? Oh, Schabrackentapierfell. Honigdachsfell. Die sind biestig. Wir brauchen unbedingt Samba. Wir wollen nur gucken, wer er ist, deswegen gucken wir nach seinem Ausweis. Altes Geld. Das ist neueres Geld. Praktisch, dass wir das jetzt schon können. Mit R. Was? Das Fass abknallen. Hier grunzt was. Euch beiden haben wir schon. Tut mir leid, Schweinchen. So ein Stein oder ein Schweinchen? Wie bist du denn gestorben? Eigentlich haben wir eine ganz andere Aufgabe, aber wenn das hier gerade mal so rumliegt, warum nicht? Ich glaube, irgendwann ist es genug. Wir haben nicht so große Taschen. Und die Babypille liegt hier rum. Der da drin ja gar nicht mehr raus. Praktisch, dass hier schon ein Auto steht. Na, dein Haus ist kaputt. Dein Haus und Zuhause. Bengal-Geier, ich habe Bengal-Lager gelesen. Ja. Mit sofortiger Wirkung müssen alle Bengal-Geier, die sie antreffen, pinkfarben angemalt werden. Um unseren großen König und furchtlosen Anführer Paganmin zu ehren. Das Anmalen wird den loyalen kyratischen Bürgern überlassen aus Dankbarkeit für ihren König. Der Rothund. Solange Kyrat in zwei Teile gespalten ist, werden diese Hunde allein und verlassen durch das Land streifen. Erst wenn die Bedrohung durch den goldenen Pfad endlich ein Ende findet, kann König Min aller Weisen des Landes wieder zu einer einzigen Familie vereinen. Das passt irgendwie gar nicht zum Rothund. Der Tapir ist ein großes und unbeholfenes Tier, das anscheinend ziellos durch den Wald streift und leicht Beute für Tiger und andere stärkere Tiere ist. Es soll unsere loyalen Bürger stets daran erinnern, dass einige Tiere nur dazu dienen, das Königreich zu ernähren. Schwein. Schweine wälzen sich im Schlamm und suhlen sich in ihrem eigenen Dreck. Sie sind dankbar dafür, dass wir sie schlachten und essen. Denn nur als Nahrung und Treibstoff für den gerechten Kampf der Royal Army können sie ihrem Leben einen Sinn verleihen. Ja, das ist schon Tibet Wolf. Auch wenn das Äußere des Tibet Wolfs beängstigend ist, können sich die Einwohner Kyrats beruhigt in dem Wissen zurücklehnen, dass sie solchen Tieren nur in Gefangenschaft begegnen werden. Alle anderen Berichte über Sichtungen der Wölfe auf freier Wildbahn sind falsch. Propaganda. Wildschweine, die vor allem wegen ihres saftigen Fleisches bekannt sind, sind in Wahrheit boshafte Kreaturen, die sie unter allen Umständen aus dem Weg gehen sollten. Falls sie sich nicht gerade ein Frühstück für unseren geliebten König Min zubereiten.
falls sie nicht gerade ein Frühstück für unseren geliebten König Min zubereiten. Okay, alles klar. Archie. Schön, dass das hier auch geht, das Umstoßen. Erstmal das Eigentum anderer zerstören. Kein schlechtes Lager. So viele Pfeile. Hier, yeah. Was sind das? Drogen? 200 R. Vielleicht eventuell explosiv. Finden wir mal lieber nicht heraus. Sir. Hey. Badra, wie geht's dir? Gut. Ich hab diese Felle mitgebracht. Ich dachte, ihr habt Verwendung dafür. Mm. Die sind gut, AJ. Aber behalte sie nur. Sie hat genug für ihre Tankerbilder. Wie war das? Tanker, Bilder. Das hier handelt vom Leben eines Gurus. Das hier handelt vom Dämon Yalung. Hier geht es um die Göttin Kyra. Und das hier handelt von Badra. Aha. Aber schön. Matara ist eine lebende Göttin. Behauptet sind die das stimmt? Das ist kein Leben für ein Kind. Als Objekt behandelt zu werden. Als Ding. Da hat Amita recht. Danke für die Hilfe. Später zeigen wir dir, wie man sie verwendet. Haben wir schon gemacht. Die Fälle verwendet. Schnellreise. Nee. Ja, dann Shangri-La. Das wird wieder ein Spaß. Hier ist ein Verkehr. Uiuiui, es gibt einen Nackschaden. Ich wollte jetzt eigentlich wegen der Herstellung M drücken, aber das passt ja. Gehen wir das doch nochmal kurz alles durch. AJ Gay, ein Sohn Kyrats, der lang genug im Westen gelebt hat, um sein wahres Ich zu verlieren. Unser gütiger König Min persönlich möchte diesen jungen Mann in den Bräuchen seines Heimatlandes unterweisen und ihn zu einem wertvollen Bürger Kyrats machen. Amita. Ein missratenes Kind des Nordens, das seine Heimat verraten und gegen Kyrat selbst zu den Waffen gegriffen hat. Gemeinsam mit Sabal bildet sie den schwerfälligen, zweiköpfigen Kriegselefanten an der Spitze des Goldenen Pfades. Betrachten sie sie als bewaffnet und gemeingefährlich. Badra. Die willensschwachen und Abergläubigen unter der kyratischen Bevölkerung haben sie für die Personifizierung des Landes. Nochmal. Die Willensschwachen und Abergläubigen unter der kyratischen Bevölkerung halten sie für die Personifizierung des Landes. Aber die sogenannte Tarun Matara kann dem Volk nicht denselben Ruhm verschaffen, indem es in Paganmins Licht erstrahlen würde. Darpan. Sehen Sie es sich gut an.
Dies ist das Gesicht eines Terroristen. Darpan gehörte zu den Gründungsmitgliedern der Rebellengruppe Goldener Pfad. Er hat einen Großteil seines Lebens der Zerstörung all der großartigen Visionen und Pläne verschrien und hat einen Großteil seines Lebens der Zerstörung all der großartigen Visionen und Pläne verschrieben, die Paganmin für unser geliebtes Kyrat hat. Aishwari Gael. Die bedauernswerte Aishwari Gael wurde ein Opfer des niederträchtigen Mohan Gael, der sie verführte. Unser geliebter Anführer höchstpersönlich hat versucht, sie von Mohans Einfluss zu befreien. Leider floh sie lieber in die Vereinigten Staaten als Paganmins uneigennützige Hilfe anzunehmen. Mohan Gael, das Ministerium für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie betrachtet Mohan Gael offiziell als Feind des Friedens. Gael gründete die Terrorgruppe Goldener Pfad und hat aktiv versucht, unseren geliebten Anführer Paganmin hinterrücks zu ermorden. Die Fresse, ich lese das übrigens nochmal alles durch, vielleicht gibt es hier und da eine Randnotiz, die dann bei was anderem Aha schreien lässt. Unser großer und ruhmreicher König, der Leib und Leben riskiert hat, um Kyrat von der Vergangenheit zu befreien. Er opfert seiner Wahlheimat alles und liebt die Bevölkerung wie seine eigenen Kinder. Möge Pagans Licht sie alle erleuchten. Paul de Pleur Armon. Von der Notlage Kyrats angespornt hat sich Gouverneur Hamon in unser Volk und unsere Tradition verliebt. Er hat seine amerikanische Heimat hinter sich gelassen, um bei uns zu sein, und will nicht mehr als dem Süden unseres Landes durch wohlwollende und tapfere Verhandlungen mit den Terroristen vom Goldenen Pfad endlich Frieden zu bringen. Der Goldene Pfad, verräterische Söhne und Töchter Kyrats, die sich selbst stolze Bürger nennen, obwohl sie die Waffen gegen unseren König erhoben haben und unsere Landsleute dazu zwingen, für ihre alberne Revolution zu kämpfen. Sie sind Terroristen und Feinde der Krone. Deswegen waren wir eigentlich hier. Jawohl, besseren Köcher. Nebel. Parder. Nebel, Parderfell. Was war denn das nochmal für ein Tier? Wir werden es herausfinden. Was machen die denn hier für Späße? Das war unser Gefährt. Was machst du ein? Och, blöder Arsch. Keine Mission. Achso, wir sollten ja schnell reisen, ne? Das ist ja das aktuelle Missionsziel. Steht hier aber nirgendwo. Wir machen es einmal und dann nie wieder. Schick. Mohan Gaels Tagebuch. Nach 1 bis zur nächsten Belohnung. Man kann es nur einsammeln, nicht lesen, oder? Doch. Haha. Vorlesen mache ich gerne. Auch wenn es andere nicht so gerne hören oder haben. Was sein muss, muss sein. Baishak 1981. Heute haben Ishwari und ich geheiratet. Die Zeremonie wurde in kleinem Rahmen abgehalten. Nur unsere Eltern waren anwesend. Die Dorfältesten glauben immer noch, dass es Unglück bringt, seine Tarun Matara zu heiraten, aber ich sehe es anders. Sie ist charmant und intelligent. Unsere Ehe wurde ausgehandelt, als wir noch Kinder waren. Jahre vor ihrer Auswahl als Verkörperin Kyrats und ihre Aussteuer wurde vom Tempel finanziert. Genug Geld, um das Haus auszustatten, vielleicht sogar genug für einen Reiskocher. Ach, das Haus, da war ja auch was. Außerdem wurde meine Versetzung zur königlichen Garde genehmigt. Ich brauche also eine neue Uniform. Mohan Gael. Okay. Kommunale Unterschlüpfe.
Denkt daran, dass die Unterschlüpfe gemeinsamer, kommunaler Besitz des goldenen Pfades sind. Es ist wichtig, dass du jeden Unterschlupf für den nächsten Benutzer sauber und aufgeräumt hinterlässt. Wir müssen alle mit anpacken und helfen. Vor allem musst du Geld für alle Objekte hinterlegen, die du am Handelsposten erwirbst. Longinus hilft uns gerne, aber wir müssen ihn natürlich trotzdem bezahlen. Wir sind nicht die Wohlfahrt und Vorräte sind Mangelware. Sabal. Läuft noch. Er meldet sich. Er will was sagen. Ja, wir müssen Drogen kombinieren. Die Anführer des goldenen Pfads? Wie ein zweiköpfiger Elefant ziehen sie in verschiedene Richtungen und erreichen gar nichts. Konsumieren, würde ich sagen. Als der goldene Pfad unter Moran Gael noch vereint war, das war die Zeit der ja. Stärke und der Hoffnung. Für eine Weile. Gut, eigentlich redet bloß er. Der Tod von Moran Gael brach dem goldenen Pfad das Rückgrat. Doch sein Sohn ist nun zurückgekehrt. Ist das ein Omen? Wir werden sehen. Gut, jetzt sind wir wieder fast da, wo wir die letzte Folge aufgehört haben. Das haben wir schon gelesen, das Bethaus. Mein Ehemann näht gern. Früher hat er Kleidung für die ganze Familie gemacht. Jetzt stellt er Uniformen für den goldenen Pfad her. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, wir machen erstmal eine kleine Pause und sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder beim Tiere häuten und Adler abknallen und Spritzen verballern und vielleicht auch böse Buben ärgern. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.